Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Willkommen Leute, willkommen, willkommen. Heute ist Enderman das erste Mal dran bei Yu-Gi-Oh! Duelist. Gestern kam der erste Teil, heute kommt der zweite Teil. Gestern habe ich mich ein bisschen behämmert. Ja, jetzt wirst du Flammen Hypatia als erstes legen. Das ist doch so ein... Gut, okay. Ja, du hast letzte... Also gestern hast du ziemlich reingekackt. Also, alles klar, die Runde hat noch nicht mal begonnen. Du kannst Effekt der Karte aktivieren. Welche Karte? Leck mich doch, jetzt bleib doch mal ruhig hier. Hey, hallo. Ich will die Monetarisierung. Ja, du, ich weiß, du willst da jetzt 2000 Euro haben. Ja. Los, spiel eine Karte. Du hast ja, 60 Sekunden. Ja, ich setze diese Karte, was eigentlich sinnlos ist. Und dann, beende ich die Runde. Ey, das bist du, ey, da bist du einmal rausgeflogen, machst du wirklich so einen Stress auf einmal. Dass du ja die Runde schaffst, davor war es richtig locker und jetzt guckst du jede Millisekunde guckst du drauf. Ja, deswegen wollte ich eine Zeit begrenzen. Angriff. Ja, es war scheiße, dass ich die Karte so rumgelegt habe. Eigentlich hätte ich also, du bist ja voll der Idiot, Mann. Ja, wie gesagt, es war bescheuert, das ist die Zeit. Nein. Ja, das Alter. Naja, fast, das ist ja fast nett. Setzen wir diese Karte hier. Oh nee. Was? Hä? Die Effekt aktivieren? Ja. Will ich doch. Ah, was? Ja, will ich bitte. Hä? Bitte ein Monster als Reboot an, weil ein offenes Monster ist ein Gegner. Du bist so ein doof, Alter. Du hast gar kein offenes Monster, was ich übernehmen kann. Ja, komm. Oha, was? Ich weiß, was... Hä? Ich kann gerade gar nichts machen. Hey, what the fuck? Ich kann gerade... Ja, komm. Ich kann... Achso, du! Du bist da. Ihr ultimativer Tyrann, weg mit dir. Ja, alles klar. Alles klar. Erstmal ein Kart opfern lassen und dann... Ja, übelst ein bisschen verkackt. Ey, es macht ihn sowas von fertig jetzt gerade. Ja, muss ich jetzt zwar ein Monster davon opfern, aber komm. Angriff. Oh! Scheiße. Hallo, wir machen kein Duell der Schatten. Ach so. Muss jetzt nicht so rumschreien. Mein Gegner hat eine Karte gezogen. Ja, ich aktiviere. Ruf der Gejagten. Oh nein. Zum Glück bleibt meine Zeit stehen. Was? So, du bist. Obwohl, darüber lässt sich reden. Mach mal erstmal. Oh, verdammt. Mach mal erstmal das hier. Hallo. Ah, scheiße. Dann nehmen wir das hier. Beschwören wir diese Karte. Die Hälfte von 3... Oh, scheiße. Die Hälfte von 3000 ist 1500. Ja, Mensch. Diese Karte soll so weg. Oh mein Gott, ja, sie ist verloren. Ja. Ich glaube, du hast verloren. Wir setzen diese Karte. Und ich beende meine Runde. Das war eine schnelle Runde. Horn des Einhorns. Aua, es tut so weh. Ich gerade tusten auf. Ei, 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 ei. Zum Glück ist das 3700 auf deinem Nacken. Hä, hey, was soll denn das für eine Scheiße? Wann aktiviert sich eine scheiß Fallenkarte? Kommt doch von wann du die aktivieren darfst. Ja, das steht nämlich nicht bei mir da. So, jetzt ist selbst meine Main-Runde vorbei und sie wird noch nie mal aktiviert. Was soll denn das für ein Dreck? Ich glaube, ich habe gewonnen. Könnte gut möglich sein, nicht wahr? Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute? Na, mich regt das gerade mit meiner Karte auf. Wieso spielst du jetzt was im Angriff, hä? Na, dann sag's mir doch gleich, wann die Karte aktiviert werden darf. Was? Achso, ich muss auch eine Karte? Achso. Du musst ein... Oh!
Aber ich habe mich selber zerstört. So läuft das. So läuft das, Leute. Man zerstört sich selber. Ich würde mal sagen, die hängen wir trotzdem im Anzug jetzt gerade noch an den Tag dran. Ja, komm. Die dritte Runde hänge ich noch mit hinten dran. Ja, weil das ich ich habe so viele fucking Fehler gemacht. Ach so, nee, die Runde ist ja vorbei eigentlich. Ja, die Runde ist vorbei. Ja. Ich würde mal sagen, dann bleiben wir doch den Part heute. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde, würde ich sagen. Gleich in der nächsten Runde? Ich habe gedacht, im nächsten Tag so. Also jetzt. Nee, nächste Runde. Nächsten Tag. Wir können ja wieder so ein Match machen. Dann haben wir wieder drei Matches. Wenn's richtig geht. Ja, und deswegen diesen Part jetzt beenden. Nee. Nee? Nee, da kommt jetzt die erste Runde vom Match und dann, ja, weiter geht's. Ach so. Jetzt kapiere ich das, was er dir mich erzählt. Da müsste man jetzt mal ins Spiel. Halt. Bevor ich ganz bescheuert bin. Leute. Machst du einen Cut? Ja. Das ist gut. Weil ich mache nämlich jetzt gerade keinen Cut. Weil ich bin nämlich nicht bescheuert. Das sollen meine Leute wissen. Wo haben wir sie? Hier. Geflügelter Drache. Raus mit dir. Flügelauge. Ich mach schon mal hier ein Match, okay? Ja. Aber Zeitbegrenzung mache ich jetzt mal 3 Minuten, das ist ein bisschen mehr Zeit. Alles klar, die Karte will nie raus aus meinem... Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber die Karte will nicht raus aus meinem Deck. Gut, dann muss ich jetzt mal ins Side, lege ich da was rein. Dass ich, ja... dann gleich wechseln kann. So, machen wir es eben so, Leute. Also bei mir habt ihr das gesehen und ihr seht auch, was im Hintergrund bei uns passiert. Also richtig dämliches Zeug. Also bei dir. Oh, und ja. Er hat mich eingeladen. Shift und Tab. Kenne ich diese? Ja. Ja, er ist ein Dummkopf. Jetzt sag mal, hast du auch diese Zerstörungsringe rausgenommen? Was? Jetzt bin ich. Warum bin ich jetzt rausgeflogen? Bei dir. Hast du das Zerstörungsring rausgemacht? Ein Zerstörungsring. Ja, die Karte, wo du halt... Warum fliege ich bei dir raus? Ja, dann mach halt du, mein Gott. Die Leute sehen es ja bei mir. Ja, bei mir nicht. Deswegen ist er gut. Spieler stellen. Cut, Jungs. Nein, Cut. Gibt es bei Time mir out. Nicht. Cut. Leute, hier schneiden wir einen Cut rein. Merkt euch das. Cut. Time out. Jungs, Time out. Wo ist Enderman? Da. Komm rein. Ich komme rein. Oh ja, er kommt in mich rein. Was? Hallo, Monetarisierung? Ach ja, stimmt. Bei dir ist ein Gott, bei mir nicht. Macht des Dreieckes. Aber du verstehst schon, was ich meine. Die erste Runde, dann noch dazu gepacken. Ich kapier's. Ja, so, los. So, los. Da habe ich kapiert. Und go! Bam! Ich nehme den Mut, raus bist du. Okay. So, im Anschluss an die verlorene Match ist natürlich jetzt nach einem wunderschönen Cut beim Enderman. Also wer einen Cut sehen möchte, wahrscheinlich einen Cut. Wahrscheinlich. Bei Enderman reingucken und wer kein Cut sehen möchte, weiß, wie bescheuert ich bin und wie bescheuert Enderman redet, dann guckt mal bei mir. Hallo, ich rede nicht bescheuert. Du bist bescheuert, ich weiß. Das ist ein Unterschied, aber ich rede nicht bescheuert. Ich würde einen Angriff empfehlen, wenn ich du wäre. Ja, klar. Wie immer, nicht wahr? Ja, auf jeden. Deswegen. Hey, hallo, Angriff. Nein. Angriff. Nein. Vergiss es. Oh, man sehe uns staunend, 3 Minuten haben wir jetzt Zeit. Das ist dann für meinen Kopf ein bisschen beruhigender. Deswegen. Ja, wenn du einen Kopf hast. Was? Ach so, okay. Was? Ah, jetzt. Ja, mir wird auch angezeigt, was los ist, deswegen.
Oh nein, er wird, er greift mich an. Er greift mich an. Nein! 2300. Nein! Aua! Sprengkugel! Ach nee, scheiße. Ach, zum Glück. Warte mal, was? Ich hab gar nicht durchgelesen, was die Karte kann. Warte mal ganz kurz. Deine Karte wird gleich zerstört. Dann während der nächsten deine Zerstöre das mit der dieser Karte. Oh. Ja, deswegen ist auch meine Lieblingskarte mit. Ja gut. Dann habe ich wohl verkackt. Ja. Zählt die Ausrüstungskarte auch noch mit den ACK dazu oder nur die Grund-ATK? Nee, oh, das ist eine gute Frage. Was steht denn da? So. Schaden in Höhe der ATK, okay. Wir greifen an. Battlephase. Und los geht's. Und ich weiß, ich bin bescheuert. Ja, ich bin bescheuert! Marshmallow! Ey, die Karte ist so cool. Und wir wenden die Runde. Und ciao! Schöner Hund. Warte ganz kurz. Jetzt. Boom! Jetzt bin ich gespannt. 2300, okay. Doch alles! Doch etwas geschafft, diese Runde. Freut mich. Ja. Du hast was gerissen in deinem Leben. Ja. Wie viel Schaden hat dein scheiß Marshmallow mir gegeben? 1000. Oh. Er gibt immer nur 1000. Gerfried! Attacke! Ja gut, dann kann ich dich ja nochmal angreifen, oder? Ja. Ja, cool. Was? Hä? Warum habe ich nochmal 1000 Schaden bekommen? Ja, weil du die Fähigkeit... Beschwöre sie, wenn er steigt. Ah! Okay, gut. Das bringt dir halt so gar nichts, aber... Ja. Jein! Wenn ich jetzt ein starkes Monster hätte, hätte ich jetzt automatisch eine Karte, die ich opfern könnte. Ja, aber jetzt brauchst du nur noch eine zweite Karte. Oder du willst ein 6er Monster, aber das bringt dir dann wenig. Oder 5er. Aktiviere mal die hier. Die mal die hier. Ja, und trotzdem könnte ich dann deinen scheiß Gottfried, Gerfried, zerstören. Gottfried. wen hole ich denn, so durfte es? Oh nein. Jetzt ach komm, weißt du. Jetzt kann er opfern, nein, bloß ach, nicht. Kann ich tatsächlich, aber dann brauche ich nächste Runde. Ich will den Marshmallow nicht verlieren. Ja, den könntest du eh verlieren, locker leicht, also... Ich merke, ich muss mal richtig lesen. Nein, diesmal aktiviere ich den Scheißeffekt nicht. Nein. Und jetzt ist leider so eine 6 oder 7er Karte. Oh. Da ist er rausgeflogen. Ach, alleine Unterhalter jetzt. Ja. Was machen wir? Ach, wir machen nichts. Das ist natürlich scheiße. Entweder wurde er... Ja, User timed out. Also er wurde getimed out. Ist schon schade. Die Frage ist, ob er jetzt angreift, ob er noch drin ist. Wir haben natürlich jetzt 3 Minuten Zeit, um das da zu überlegen. Doch, er greift an. Oh mein Gott, er ist noch da. Er ist noch da. Nein! Nein! Blauäugiger weißer Drache! Nein! Jetzt sieht er, welche ich habe. Ja, schon hat er zurückgezogen. Ich habe keine gute Karte hier. Ja. Wir können ja bloß setzen. Nicht wahr? Wir können ja nichts machen. Oder wir dürfen noch nichts. Das ist die Scheiße.
Das Schöne ist, man kann jetzt sagen, was man für eine Strategie haben kann. Das ist natürlich auch interessant, was Enderman dann in seiner Folge sagt. Was war sein Sinn dahinter? Was war der Sinn dahinter jetzt? Ja, wir aktivieren natürlich den Monsun. Taifun, so. Oh ja, genau das hat er vorgehabt. Oh, das ist natürlich fies jetzt. Oh, er hat die Flüssigkeit zerstört. Ja. Dann setzen wir einfach mal die Karte aus Respekt vor ihm. Ruf der Gejagten ist natürlich schon eine gute Karte, muss man sagen. Ja, wir aktivieren den Effekt von ihm hier. Setzen diese Karte hier. Weil wir nichts anstellen können gegen den weißen Drachen. Mit eiskaltem Blick. Eigentlich heißt er ja. Weißer Drache mit einem eiskalten Blick. Und nicht blauäugiger weißer Drache, oder? Ja, die Sequenz könnte man ja eigentlich überspringen, aber nein. Das Spiel möchte es nicht. So. Die Karte bringt mir gar nichts jetzt. Deswegen setzen wir ihn hier. Das wird jetzt so eine Weile weitergehen, weil wir die ganzen Fallen und Zauberkarten weiter unten haben. Anscheinend. Wir glauben wohl nicht an das Herz der Karten dieses Mal. Jo, ich bin down. Wäre jetzt so schlau gewesen, hätte alles aufgedeckt, hätte mich mit einem Schlag fertig machen können wahrscheinlich. Ja, wir aktivieren den Effekt, weil wir kommen eh nicht weiter. Krieger. Oh, haben wir leider keinen. Das ist ja sehr, sehr schade. Das ist ja sehr, sehr schade. Ich brauche einen Krieger. Oh, er lässt mir noch die Zeit hier wo, anscheinend. Jetzt werden wir den mal ein bisschen austricksen wollen. Hallo. So, hallo. Ja, ich habe nicht bemerkt, dass mein TS kaputt war. Ja, du bist irgendwie rausgeflogen, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja gut. Da kann man jetzt endlich mal seine Strategie ein bisschen bereden. Und lass mich raten, wo es die ganze Zeit so, hallo? 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 Was? Hä? Sprichst du noch mit mir? Was? Was ist denn mit Carsten los? Oh, jetzt geht's natürlich los. Jetzt weiß man natürlich wieder, dass er gute Karten haben kann. Jetzt weiß man natürlich, Antiker! Antriebsgolem! Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich schade, dass du jetzt keine Fallenkarten mehr aktivieren kannst. Oh, und dass du verloren hast. Ja. Oh, oder auch nicht. Schade. Naja, theoretisch eigentlich schon. Nee, du hast Spiegelkraft, das will ich jetzt nicht riskieren.
Also, ne? Würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren spitzenmäßigen Runde Yu-Gi-Oh! Mit Alex und ja, mit Man of the World LP. Ja, könnte gut möglich sein. Ihr könnt mal gerne mal bei ihm vorbeischauen und sich seine Perspektive, seine Karten, seine Taktik, die er vorbereitet hat. Wie viel Zeit habe ich noch? Ach nee, siehst ja nicht. Ja, unten rechts steht es doch. 140. Du kannst auch aufgeben. Nein, das ist glaube ich nicht so. Nicht so männlich. Ich probiere noch was. Zum Ende der Runde probiere ich was. Was? Nein. Ich probiere jetzt noch was. Ja, ich opfer bitte mein Monster hier. Nein. Komm mir, ich nehme mal, was nehme ich denn von dir? Ich würde mal sagen, den Golem sieht mir sehr, sehr sympathisch aus. Und probiere jetzt was. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich das jetzt Zwei mache. Monster mit selber ATK zerstören sich beide gegenseitig. Sehr Ja, gut. geil. Sehr gut. Und dann kann ich nämlich in die End... Ich habe mich noch gerettet. Ha! 511. Ziehe ich ein Monster? Nein, ich ziehe gar kein Monster. Ja. Was? Hast du Nein, mit... keine Sorge, du kriegst bis zum Ende des nächsten Spielzuges von dir bekommt keiner Schaden. Also, ja. Ich kann die Karte jetzt spielen. Normal sollte ich angreifen können, aber keinen Schaden machen. Hallo? Ja, mir ist es so riskant. Mir ist es so riskant gerade. Bevor du mir hier was sagst. Ja, Ja, und sag ich ja, du kriegst genau. keinen Schaden. Genau. Gut. Was Mehr denn? warst du zur Sicherheit. Also dir vertraue ich nicht mehr ganz so sehr. Das musst du wissen. Ja, du hättest sie ja selber durchlesen können. So, was machen wir denn? Dann machen wir das hier. Wir machen das hier. Oh nein, Wir jetzt. machen das hier. Och, nicht schon wieder eine Wir Sprengkugel. machen das hier. Er macht nein. Ah, was? Und jetzt wirst du mich bestimmt mit irgendeiner Karte wieder zurück angreifen. Weh schon. Ja, gut. Und wenn es zu einer Schaden. Wow. Die Karte wird annulliert. So, gut. Da haben wir es auch geschafft. Und dann können wir nämlich in die Endphase gehen. Okay, ich nehme jetzt alles zurück, man sieht uns. Das kann noch ein bisschen länger dauern. Ja gut. Und ich krieg nur das Scheiße. Ja geil, du bist. Ja, dann sehen wir uns halt später morgen, ne? Später morgen, genau. So. Ja, Wie er schön. seinen kleinen Hintern noch gerettet hat, ey. Und Was eine jetzt, ja, Frechheit. und jetzt habe ich keine ordentliche Karte. Ja, deswegen muss ich dich angreifen. Angriff! Angriff! Aber. Warte mal, wenn du mich angreifst, springst du dich dann nicht selber in die Luft? Nö, Ah, nee. nur wenn du mich angreifst. Offene, ja stimmt, macht Sinn. Nein. Ja, cool. So, Nein. und dann gehen wir in die Endphase. Jetzt drück doch einfach hier weg hier. Ja. Oh. Oh, kein Was gutes ist denn Zeichen. mit Alex los, Alter? Das wird kein gutes Zeichen sein. Kein gutes Ende nehmen. Nee, wird es nicht. Denn jetzt kommt meine mystische Karte namens Tempel der Könige. Kann zwar nichts, aber juckt nicht. Wollen wir es riskieren? Wollen wir es riskieren, nicht wahr? Au. Wir riskieren es, Leute. Er riskiert es. Oh nein! Schade, dass ich kein Marshmallow habe. Sonst hättest du ja eh verloren. Oh, das wäre natürlich fast schon interessant. Aber das lasse ich dabei. Wir gehen in die Endphase. Ich glaube, ich habe zwei Marshmallow im Deck. Weil einer müsste schon tot sein. Ah, ich schau mal ganz kurz nach.
Ja, Kartenliste. du hast ja 3 Minuten Zeit. Ja, Marshmallow ist schon auf dem Friedhof. Einer fehlt noch. Dann aktiviere ich Tempel der Könige. Was heißt das? Ja, die bringt mir nichts, aber trotzdem. Du bist. Ist so eine Karte, ist einfach so eine Karte, die dabei hast, so ungefähr. Gut. Nicht ganz, aber ja, schon irgendwie. Jetzt will ich natürlich gucken. Gut, es geht nicht, deswegen setze ich die Karte auch mal. Jetzt hat er so 700 Sachen in seinem... Habe ich auch keine Lust mehr anzugreifen. So. Lass mich doch jetzt fertig machen. Oh. Eine Sache fertig. Jetzt Ja, cool. habe ich natürlich auch Angst. Sind es wieder so XXL-Parts, ey. Der von gestern hat schon über 20 Minuten gedauert. Das Schlimme ist ja, das ist alles einer. Bei diesem kurzen, das ist die erste Ja, Runde. das du einfach. Ja, Ja, okay, das sind aber nur 5 beschwören. Minuten gewesen. Alles entspannt. Nein. Und wir beenden die Runde. Er beendet die Runde. Denke ich mal, dass ich sie beende. Oh, was ist das denn? Egal, hier Verteidigung. Du bist dran. Eigentlich ging es ja bloß damals mit Duell. Ja, ich weiß, aber warum nicht, ne? Ich habe die Serie geschaut. Ich habe die Serie geschaut. Was machen wir denn? Noch eine Zauberkarte aktivieren, damit du endlich meinen angreifst, Alter. Ehrung der Verdammten. Aktivieren. Oh, scheiße. Ja, seid ihr froh, ein Reitmonster. Finsterlord. Was kann er denn? Weiß ich nie. Oh. Ja, gut. Hab ja genug Zeit. Ach, sie wurde nicht speziell von deinem Friedhof beschworen. Dann passt alles. Ah, okay. Ja, gut. Dann wollen wir mal verlieren, nicht wahr? Warum greife ich die Karte an? Bin ich eigentlich bescheuert? Hä, ja, wirklich, ohne Witz, warum greifst du die Karte? Bin ja richtig. Menschenfresser! Yam, Oh yam, na. yam, 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 yam. Nein. Nein! Oh, ich bin ja richtig bescheuert eigentlich im Kopf. Oder auch Da nicht. bist du ein bisschen hängen geblieben. Oder auch nicht. Wer weiß, vielleicht habe ich ja was vor. Naja, hast du nichts, sonst würdest du es einfach machen. Ah, oh, ich kann nichts machen. Ich krieg keine Monster, ich krieg nur Zauberkarten. Komm, jetzt aktiviere doch Ruf der Gejagten. Ja, gut. Was ruft der Gejagten? Ja. Ach, hast du etwa eine Fallenkarte noch drunter? Hä? Oh, habe ich außerdem nur noch 33 Karten. Ja, du hast schon zwei gezogen wegen dieser komischen Karte da. Ach so, ja, war das die letzte Runde? Ach, egal. Naja, es war diese Runde noch. Ja, wie, das ist alles eine Aufnahme, ne? Was? Was? Nein! Orgasmus. So. Ja, jetzt kannst du mit allen angreifen. Aber kommst du überhaupt auf 5600? Jetzt nein, jetzt beschwört er dir noch eins. Jetzt hast du trotzdem noch eine Karte, das sehe ich doch. Nein! Zerstör bitte nicht meine Permakarte. Oh, okay. Also 2, 4, 1, 9, 3, 8, 2, 4. Ja. Naja, gut. Scheiße. Scheiße. Au.
Hallo? Ja, danke schön. Da könnt ihr mir noch nicht mal die 500 Schaden, die ich jetzt in Kauf genommen habe. Oh, fucking. Jetzt habe ich verloren. Jetzt ja, wenn ich mal ein Monster ziehen würde. Ja, jetzt, pass auf. Das ist das Schwächste in deinem Glied. Nein! Echt nicht? Nein! So eine Rotzkarte gezogen, ey. Ja, du bist. Geil, setzen. Und beenden. Die Karte bringt mir aber auch keinen Sieg mehr. Jetzt kommen, bringt. Ich hab. Ey, am Anfang hatte ich bloß Monster und keine Fallen oder Zauberkarten. Und jetzt läuft das genau andersrum. Jetzt läuft das bei dir so. Ey, geil. Ich habe jetzt zwar die Ritualzauberkarte für mein Ritualmonster, aber ich habe leider keine 4-Sterne-Monster auf meinem Feld. Ja, cool, ne? Ach. Ja. Jetzt. Ja, was? Ich kann endlich mal angreifen. Nee. Nein. Ja, genau. Ey, da ist man aber froh, dass man ein Monster hat. Nein. Ich will es doch hier beenden, ne? Ich will nicht verlieren. So, sind wir jetzt hier. Ich will nicht wissen, wie lang das jetzt schon geht. Jawohl, ich habe ein Monster mit 7 Sternen gezogen, Alter, geil. Aber wozu gibt's antike Regeln? Ja, komm. Alter, hallo. Nee, alles gut. Ja, warum auch noch immer die noch dazufügen? Hallo, damit, wenn du meine Karte zerstören solltest beim Angriff, dass du nochmal 500 Schaden bekommst und so oder so verlierst. Naja, dann greif an. Oh. So, das war's dann voll, ne? Endlich. Wir sehen uns da. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren spitzenmäßigen Folge im Yu-Gi-Oh! Adieu, Leute! Ciao!